Gesichter Südamerikas. Eine Abenteuerreise durch Argentinien, Chile, Bolivien, Peru und Kolumbien. Eines Morgens im späten Dezember zog ich die Schlaufen meines Rucksacks zu, band mir eine Reisetasche um den Bauch und stieg in eine S-Bahn, deren Leuchtschrift Flughafen München leise zitterte. Unablässig seilten sich an jenem Tag Schneeflocken vom dunkelgrauen Himmel ab und drückten sich ans Zugfenster, als seien wir Fahrgäste eine Attraktion. Auf den eisbedeckten Bürgersteigen bewegten sich Spaziergänger wie auf einem Hochseil und die knapp 50-jährige Frau in bayerischer Tracht, die mir gegenüber saß, fragte, ob ich mit Zug Fui Peck zum Skilaufen ginge. Weit gefehlt. Vielmehr war ich aufgebrochen, eine Region zu bereisen, die endlich die Abenteuer für mich bereithalten würde, nach denen ich schon so lange suchte. Kurz nach Mitternacht flog unsere Boeing eine scharfe Linkskurve und entlockte den Passagieren eine Reihe unverhältnismäßig lauter A's und O's. Durch das vereiste Doppelglas des Flugzeugfensters sahen wir auf die argentinische Hauptstadt hinab. Ein Lichtermeer, akkurat zu Quadraten geordnet, erhellte die Nacht und zog sich wie ein gigantisches Willkommensspalier schachbrettförmig bis zum Horizont. Auf über 100 Kilometern Länge schmiegt sich die Stadt an den Rio de la Plata. Stellenweise ist sie bis zu 40 Kilometer breit. Buenos Aires. Allein der Name verspricht Exotik, entfacht Hunger auf Unbekanntes. Man muss ihn sich auf der Zunge zergehen lassen. Buenos Aires. Das klingt einfach gut. Bedeutsamer als zum Beispiel Düsseldorf oder Bielefeld. Mit einem dezenten Quietschen öffnete sich die Schiebetür des Flughafens und entließ mich in eine Wartehalle, in der eine Armada braun gebrannter und leger gekleideter Argentinier mir zurief, ob mein Name Peter, Kurt oder Daniel sei. Zum Glück sah ich in diesem Moment über die Köpfe der Wartenden hinweg Ramon, der lässig an ein Werbeplakat lehnte. Mit breitem Grinsen hob Ramon ein Pappschild in die Höhe, auf dem in krakelnder Schrift Señor Tomás stand. An seiner Seite hielt Josefina nach blond schöpfenden blauen Augen Ausschau. Vor 2 Monaten hatte ich Josefina und Ramon im Internet kennengelernt. Zu jener Zeit waren die beiden auf die Idee gekommen, ihre Wohnung im Zentrum von Buenos Aires zu einer kleinen Herberge umzugestalten. Als sich die Tür des Flughafengebäudes öffnete, war es, als prallte ich gegen eine unsichtbare Wand. Die Luft stand so dicht über dem davorliegenden Parkplatzgelände, als hätte sie jemand zusammengepresst. Alle 10 Meter erhellt vom honigfarbenen Licht einer Straßenlaterne, in dem sich Moskitos und Glühwürmchen um die besten Plätze stritten. Heute hatten wir hier fast 40 Grad, ließ Josefina verlauten, als müsste sie sich für dieses Wetterphänomen entschuldigen. Die Sonneneinstrahlung ist in Buenos Aires ähnlich intensiv wie in der Sahara. Während der 1,5-stündigen Autofahrt, wir wohnen ganz in der Nähe des Flughafens, konnte ich meine Gastgeber von der Rückbank aus genauer in Augenschein nehmen. Angesichts ihrer erst 25 Jahre verfügte Josefina über ein erstaunliches Ausmaß innerer Ruhe. Die Fahrmanöver ihres Freundes, dem es insbesondere gefiel, abrupt von der linken Spur auf die ganz rechte zu wechseln, dort zu überholen und sich anschließend haarscharf vor seinem Opfer auf die Mittelspur einzufädeln, quittierte sie mit einem gütigen Lächeln, als dachte sie, so sind die jungen Männer nun mal. In ein paar Jahren geht auch das vorbei. Auch Ramon wirkte selbstsicher, war ja doch gleichzeitig mehr als Josefina darauf bedacht, Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn mich Josefina ansah, erkannte ich in ihrem Blick eine freundliche Neugier. In Ramons Augen loderte dagegen eine unbändige Kraft, eine Lust, Grenzen zu überschreiten, die von Zeit zu Zeit hell entflammte. Die Leidenschaft stand ihm gut. Sie korrespondierte perfekt mit seinem scharf geschnittenen, braun gebrannten Gesicht und seinem ausgeprägten Oberkörper, der von der schmalen Hüfte aufwärts zu 2 ausladenden, kunstvoll tätowierten Schultern führte.
Ramon spielte Rugby in der Profiliga. Er trug einen kleinen, gezwirbelten Zopf und hatte jeden Tag von Neuem einen Bartansatz. Vermutlich verfügte er über einen Rasierer, der absichtlich immer einen Rest von Bart stehen ließ, weil das einfach besser aussah. Vor allem aber hatte es Ramon auf subtile Art geschafft, dass man ihm besonders gut zuhörte. Während Josefina auf der Fahrt den Hauptteil der Unterhaltung bestritt, warf er nur hie und da leise einen Satz ein, der dann allerdings unter Garantie verbindlich war und den er grundsätzlich mit zwei hochgezogenen Augenbrauen ankündigte. Josefina und Ramon ergänzten sich perfekt. Sie waren eines jener Paare, die so selbstverständlich zusammengehören, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Calle Serrano im Stadtteil Palermo. Hier ist unsere kleine Herberge, verkündete Ramon kurz nach 2 Uhr nachts, was für ihn ein erstaunlich langer Satz war. Kurz darauf betrat ich ein geräumiges Zimmer, warf meinen Rucksack und meine Reisetasche in die Ecke und erkundete das Wandthermometer, das unerbittlich 32 Grad Celsius anzeigte. Im Nachbarhaus probten Nachwuchsrocker, die verzweifelt versuchten, genau wie Ramones zu klingen, Lieder in erstaunlicher Lautstärke ein. Erstaunlich vor allem, weil der Zeiger meiner Armbanduhr gerade lautlos auf 2:30 vorgerückt war. Eine halbe Stunde später erkannte ich Nirvanas Smells Like Teen Spirit und um kurz nach 4 wechselte die Band zu psychedelischen Pink Floyd-Epen. So sollte es von nun an jeden Abend sein. Was nicht weiter ins Gewicht fiel, da auf der Straße, die direkt unter meinem Fenster verlief, ohnehin das pralle Leben im Gang war. Rhythmische Sprechchöre wechselten sich mit den Böllern eines verfrühten Feuerwerks ab und alle paar Minuten ratterte ein uralter Bus die Straße Richtung Zentrum entlang. Man kann sich Buenos Aires als riesiges Jugendzentrum vorstellen. Lärmend, chaotisch, heißblütig und voller Kultur. Fast alles in dieser Stadt ist darauf ausgerichtet, laut zu sein. Die Untergrundbahn zuppte, klingt beim Einfahren in einer Station wie ein Düsenjet. 15.000 schrottreife Stadtbusse scheppern täglich durch die Straßen und ziehen schwarze Abgaswolken hinter sich her. Gestenreich schreien sich Passanten über die Straße hinweg Satzfetzen zu und aus den Läden und Cafés dröhnt bis zum Anschlag aufgedrehte Musik. München erschien mir auf einmal als ein beschauliches Dorf. Jetzt war ich hingegen in eine echte Großstadt gekommen. So dachte ich, als ich gegen 4:30 in der Früh endlich einschlief. Seit unserer Ankunft in Bolivien waren wir leicht bergauf gefahren. Kurz vor Sonnenuntergang trafen wir auf eine Art Holzhütte, die mutterseelenallein in der kargen Landschaft stand. Hier erlebte ich zum ersten Mal, wie europäische Ansprüche auf ein bolivianisches Angebot trafen. Ah, nach der langen Fahrt freue ich mich schon auf die Dusche, rief einer der Italiener aus, als wir unser Domizil betraten. Der Herbergsbesitzer scharrte daraufhin verlegen mit den Füßen und fuhr sich nervös mit der rechten Hand durchs Haar. Die Aufgabe, die ihm bevorstand, war, uns möglichst schonend mit den hiesigen Gegebenheiten vertraut zu machen. Nun ja, unglücklicherweise verfügen wir hier oben über kein allzu warmes Wasser. Genauer gesagt, verfügen wir über gar kein warmes Wasser. Und um ganz ehrlich zu sein, gibt es bei uns schlichtweg kein Wasser, also weder warmes noch kaltes. Wisst ihr, wir sind hier auf knapp 5000 Metern Höhe. Da wäre es äußerst aufwendig, etwas derartiges bereitzustellen. Unser Herbergsvater lächelte entschuldigend. Soll das heißen, dass es in dieser Hütte nicht einmal ein Waschbecken gibt? Hakte der Italiener nach, der seinen Traum von einer Dusche nicht ohne weiteres loslassen konnte. Aber Senor, warum sollten wir denn ein Waschbecken bauen, wenn es doch kein Wasser gibt? Noch immer lächelte unser Gastgeber. Die Logik war eindeutig auf seiner Seite. Schon gut, in Ordnung. Der Italiener zuckte mit den Achseln. Wo geht's zu den Toiletten? Einfach zur Eingangstür wieder hinaus, Senor. Keine Sorge, im Umkreis von 40 Kilometern gibt es keine Nachbarn, die Sie beobachten könnten. Der Hüttenbesitzer zeigte mit weit ausladender Handbewegung auf die Umgebung. Wisst ihr, wir sind hier auf knapp 5000 Metern. Da ist man nicht sonderlich zimperlich. Sein Lächeln wurde breiter. Lustige Leute hatte ihm unser Fahrer da vorbeigebracht. Städter aus Europa.
Toiletten, na sowas. Schon gut, befand der Italiener. Die Resignation war ihm anzuhören. Dann spielen wir immer ein wenig Karten. Wo ist denn der Lichtschalter? Es wird langsam dunkel. Nun ja, druckst unser Gastgeber herum. Immer zwei von Ihnen bekommen nachher eine Kerze. Strom kann ich Ihnen leider keinen anbieten. Wisst ihr, Senores, wir sind hier auf knapp 5000. Ja, das haben wir inzwischen kapiert. Schloss der Italiener das Gespräch etwas unwirsch ab, nachdem seine Vorstellung eines gelungenen Abends nach und nach von einem inneren Auge zerbröckelt war. Hoffentlich gewinne ich nachher wenigstens beim Kartenspiel gegen unseren deutschen Mitreisenden. Er gewann haushoch und war den Rest des Abends besänftigt. Mit Ameisen und Fliegenlarven belegte Brötchen. Auf der Weiterfahrt hatte ich als einziger Passagier das Dreihäusernest Lottore als Aufenthaltsort ausgesucht. In einer Stunde käme der Bus Richtung bolivianische Grenze hier durch. So hoffte ich zumindest, weil ich diese Information einem Gespräch mit unserem Fahrer entnommen hatte, das auf gerade so idealtypische Art südamerikanisch endete. Gegen 10 Uhr heute Abend wird der Bus Richtung Bolivien durch Lottore kommen. Bist du sicher? Hombre, in diesem Land kannst du niemals sicher sein. Mit dieser beruhigenden Aussicht betrat ich den einzigen Laden, um auf die Ankunft des Busfahrers zu warten. In aller Regel, so hatte mir unser Fahrer erläutert, suchte sein Kollege diesen Laden auf, um sich mit Sandwiches, Süßigkeiten und mit Wasser einzudecken. Mehrere Stunden würde es dauern, bis er hierzu die nächste Gelegenheit bekäme. Denn um Lottore herum erstreckte sich bis zum Horizont nur Wüste. Endloses, ödes, ockerfarbenes Land. Der Ladenbesitzer trug einen kühn nach oben gezwirbelten Schnurrbart. Er hieß Pablo. Natürlich, wie fast alle hier, wie Picasso und Neruda. Seine Schürze war dermaßen mit verschiedenfarbigen Flecken übersät, dass man nicht mehr ausmachen konnte, von welcher Farbe sie ursprünglich einmal gewesen war. In der rechten Hand hielt er ein gewaltiges Messer, mit dem er eine vor ihm liegende Salamiwurst malträtierte. Mit der linken wischte er zur selben Zeit einen Käfer weg, der auf das Brett gegrabbelt war, um an eine Salamischeibe zu gelangen. Ein knappes Dutzend dieser fossilischen Tiere konnte ich auf den ersten Blick ausmachen. Der Laden war augenscheinlich ganz nach ihrem Geschmack. Ein Zuhause, in das man nach dem einen oder anderen Ausflug gern zurückkehrte. Auch wenn sie das verlockende Angebot mit weiteren Hausbewohnern teilen mussten. Fliegen umkreisten die Auslage. Drei Ameisen krochen über eine Schokoladentafel hinweg, die gerade im Angebot war. Traurig hing der Scheibenkäse gleich daneben von einem ausliegenden Sandwich herab. Ausgerechnet hier, inmitten dieser Wohngemeinschaft, zwischen ranzigen Brötchen und Fliegenlarven, überkam mich plötzlich eine Romantik, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Entspannt ließ ich mich auf einen klapprigen Stuhl fallen, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und ließ einen wohligen Grunzlaut hören, woraufhin Pablo anfing, breit zu grinsen. Wäre in dieser Einöde ein Spiegel aufzutreiben gewesen, hätte ich mir tief in die Augen geschaut und mich gefragt, ob ich noch ganz bei Trost sei. Ich meine, im 20. Stock eines Hilton-Bunkers, in dem mir befragte Hilfskräfte jeden Wunsch in den Augen ablesen, auf dem Gipfel des Aconcagua oder 20 cm von den samtig weichen Augen einer Argentinierin entfernt, könnte ich das plötzliche Erscheinen einer unangemeldeten Romantik noch nachvollziehen. Bei mir tritt solche Glückseligkeit hingegen mit Vorliebe an Orten wie diesen auf. Vielleicht lag es daran, dass inzwischen ein kreisrunder Vollmond auf den Laden von Lottore herabblickte und sich gleichzeitig mit einer vollkommenen Stille auch eine unglaubliche Gelassenheit über die Gegend gesenkt hatte. Wohl beeinflusste mich auch, dass die schnurgerade, von Sand bedeckte Straße, die sich links und rechts kilometerweit durch die Wüste fraß, förmlich nach Abenteuern roch und mich in unbekannte Gegenden führen würde, von denen ich bislang nicht einmal gehört hatte. Und dass sie letztlich das Versprechen mit sich trug, dass ich jederzeit von hier wegkommen würde. Ja, vielleicht war es das. Im Gegensatz zu Pablo würde ich nur vorübergehend hier sein. Ich konnte aufbrechen, wann immer ich wollte. Lange bevor mich irgendeine Art von Routine oder Regelmäßigkeit hier festhalten konnte.
Ich war nur auf Stippvisite und musste niemals mehr an diesen Ort zurückkommen. Die Minuten, die ich hier verbrachte, waren darum einzigartig und erschienen mir wertvoller als andere, obwohl um mich herum nicht viel geschah. Außer, dass die Schokoladentafel samt der drei Ameisen plötzlich zu Boden fiel, weil sich eine Fliege auf den äußersten Rand gesetzt hatte. Wenige Minuten nach 10 flog die Ladentür auf. Ein untersetzter, vollbärtiger Mann mit blitzenden Augen warf einen schnellen Blick in die Runde und schritt dann energisch zur Theke. »Hola, Pablo, gib mir 2 von deinen stinkenden Sandwiches und 3 deiner uralten Schokoriegel, damit ich mir an irgendetwas die Zähne ausbeißen kann. Dein Fraß ist immer noch besser, als hungrig durch die Nacht zu fahren.« »Pedro, deine Beleidigungen perlen an mir ab wie Wassertropfen. Solange du mit klingender Münze bezahlst, kannst du mir den Kopf werfen, was du willst. Aber wende deinen gierigen Blick mal einen Moment von meiner tipptopp gepflegten Auslage ab. Da hinten sitzt nämlich ein Gast, dem mein Essen ganz ausgezeichnet schmeckt und der den Mut hat, sich von einem verrückten Rennfahrer wie dir nach Bolivien fahren zu lassen.« 4 schwarze Augen blickten mich an. Anscheinend kannten sich Pablo und Pedro schon seit Längerem. Räusperte ich mich etwas unsicher, weil mir plötzlich die ungeteilte Aufmerksamkeit der beiden zuteil wurde. Pablo hat recht, ich würde gerne mit nach Bolivien fahren. »Da hast du aber ein verdammtes Glück, Amigo«, polterte Pedro, den Blick bereits wieder auf die Sandwiches gerichtet. »In meinem Bus sind noch ein paar Plätze frei. Sobald ich mich für eines dieser halb verrotteten Brötchen entschieden habe, fahren wir los.« »Bist du sicher, dass mein Gast den Bus nach Tucumán noch rechtzeitig erreichen kann?« ließ Pablo verlauten, als er Pedro ein Sandwich in die Hand drückte. »Jetzt hör mal gut zu, mein Freund. Wenn überhaupt einer in der Lage ist, diesen jungen Gringo rechtzeitig nach Tucumán zu bringen, dann bin das ja wohl ich. Allerdings«, und damit drehte sich Pedro zu mir um, »hombre, sicher kannst du in diesem Land niemals sein.«